Ja, hallo. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Wer sind eigentlich die Faschisten? Anlass dazu ist, dass also unter anderem Donald Trump als Faschist bezeichnet wurde und ich auf Facebook von einer einst relativ guten Facebook-Freundin oder von einem ganz angenehmen Facebook-Kontakt als Faschist. Ich persönlich kann dazu sagen, ich bin mit 14, 15 mehr oder weniger auf einer katholischen Nonnenschule erzogen, in die, ich gebe es zu, Schülerunion hineingedrängt worden, der Schülerorganisation der Jungen Union der CDU. Innerhalb kürzester Zeit, 2 Jahre, okay, bin ich da allerdings wieder raus. Man hatte mir gute Chancen eingeräumt, in der JU, also in der Jungen Union, Karriere machen zu können. Mein Vater, dem dies auch in den 50er Jahren angeboten wurde, in der CDU Karriere zu machen, hat immer sich geweigert, in eine Partei einzutreten, hat allerdings seinen Freunden teilweise sogar empfohlen, in die SPD einzutreten, um dort Karriere zu machen. So wurde einer seiner Freunde Stadtkämmerer der Stadt Dortmund, SPD, andere Präsident der Universität Bielefeld, CDU. Mein Vater hat es gut gemeint mit den Freunden, hat aber nie selber irgendwie Karriere machen wollen in dem Sinne, war aber sehr gesellschaftsmäßig unterwegs in verschiedensten Vereinen für Menschen, für Tiere, für Kulturgut. Ich habe mich dann, wie gesagt, geweigert und bin mehr oder weniger eine Art Punker geworden. Nicht einer von den schlimmsten, aber Punker. Meine Einstellung war und ist eigentlich nihilistisch, atheistisch und politisch gesehen liberal. Ich bin alles, meinetwegen ein Asshole, ein fucking damned piece of shit oder man sagte mir auch, go to the gas. Weil man dachte, ich wäre Jude, nur weil ich ein Video gemacht habe, was über Juden handelt. Ich bin alles andere als ein Zionist, aber auch kein Antisemit. Eins kann ich von mir behaupten, ich bin tolerant, ich versuche es zumindest und ich bin kein Faschist. So, wir wollen mal untersuchen, was ein Faschist ist und ob eventuell Donald G. Trump ein solcher sein könnte. Faschismus war erstmal die Bezeichnung einer politischen Bewegung, die von, wir kennen ihn, dem guten Mussolini in Italien, von 1922 bis 1943, 45 die beherrschende politische Macht war und ein diktatorisches Regierungssystem einrichtete. So, ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Begriff für alle extrem nationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten, gegenliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien oder Herrschaftssysteme verwendet, die seit dem Ersten Weltkrieg die parlamentarische Demokratie abzulösen versuchten. Zum Beispiel Spartakusbund als Stichwort. Die Verallgemeinerung des Faschismusbegriffes von einer zeitlich und national begrenzten Eigenbezeichnung zur Gattungsbezeichnung einer bestimmten Herrschaftsart ist in der Lehre umstritten, besonders für den Nationalsozialismus in unserem Lande. Mit Neofaschismus im Übrigen bezeichnet man Strömungen und Parteien, die sich nach 1945 an die Tradition des Faschismus anknüpfen. So. Faschismus ist also ein Begriff für alle extreme nationalistische, nach dem Führerprinzip organisierten, antiliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien oder Herrschaftssystemen. Nationalistisch, gut, können wir auch sagen patriotisch, ja. Für sein Land, für seine Nation einstehend? Ja. Ist das Trump? Ja. Ist das verboten? Nein. Gut. Er ist es, ein Baustein
nach dieser gängigen Definition des Faschismus ist. Ist er auch extrem nationalistisch? Nein, extrem nationalistisch ist er nicht. Das werde ich jetzt einfach nur mal so als Behauptung stehen lassen. Man möge mir das Gegenteil behaupten. Führerprinzip. Ist er der Führer? So à la Erdogan, der jetzt wirklich immer mehr und mehr alles macht und dran setzt und es auch schafft, eine Art Führerdiktatur in der Türkei herzustellen. Das heißt, er, mehr oder weniger alleine, hat die einzigen und eigentlichen wirklich bedeutsamen Befugnisse, um das politische System seines Staates zu regulieren und zu beherrschen. Nein, das ist Donald Trump nicht. Auch wenn ihm nachgesagt wird, er wäre der neue Hitler und er wäre so liebend gern ein Diktator. Es ist kein Führerprinzip, es ist das Prinzip der Vereinigten Staaten von Amerika. Und man kann sagen, was man will, es ist immer noch oder war zumindest pro forma eine Demokratie, was man immer auch darunter verstehen mag, aber die Macht geht hier auch unserem Lande vom Volke aus, von den gewählten Vertretern, ihr wisst, bla bla, Senat, Kongress, Repräsentantenhaus, die beiden Bestandteile des Senats, Check and Balance und. Also einwandfrei, das politische System lässt überhaupt gar kein Führerprinzip zu. Somit würde es auch Herr Trump dieses nicht zugestehen und davon abgesehen hat dieser gar nicht vor, ein Führer zu sein. Er will die Macht ihm vorgeben. Natürlich hat er so eine kleine patriarchalistische Ader in sich. Er ist nun mal Unternehmer, der Chef. Und da ist er auch unumstritten Nummer 1 und ist gerne derjenige, der das bestimmt und auch als solcher sich dann feiern lässt, sagen wir es mal so. Ja gut, ich stehe nicht ganz so auf diesen Führungsstil, ich stehe da etwas mehr auf einen liberaleren, aber es ist eben auch ein älterer Herr und jeder hat nun mal seine Eigenheiten und er hat ja auch zumindest Erfolg gehabt. Wobei er, muss man der Gerechtigkeit halber sagen, auch ziemliche Pleiten dahingelegt hat. Aber mal ganz davon abgesehen, er ist kein Führer. Kein Führerprinzip in den Vereinigten Staaten. Antiliberal ist er antiliberal. Nein, er ist nicht antiliberal. Er ist sogar, und das geben die Mainstream-Medien auch zu, unter den Republikanern noch einer der gemäßigteren. Es gibt ja weitaus schlimmere, sagen wir es mal so. Ted Cruz zum Beispiel. Da ist Trump dagegen ein wahres Waisenkind. Ist er antimarxistisch? Ja, also das muss man jetzt ehrlich sagen, er ist antimarxistisch. Nach dieser Definition ist Trump kein Faschist. Faschistisch bezeichnet man dann meist rechte Bewegungen, also die Nationalsozialisten, Mussolini, dieser italienische Faschismus, das sind Faschisten. Für mich sind aber auch zum Beispiel Zionisten Faschisten. Für mich ist auch die Antifa ein Faschismus. Denn wer, wie Teile der Antifa gesagt haben, es gibt noch weiße Flecken in Ostdeutschland. Was ist das? Was sind das für Leute? White Genocide, ein Wort, das ich nicht gerne mag. Die Ausrottung der weißen Rasse von vielen alternativen Medien und Rechtspopulisten gerne gebraucht, ist nicht mein Ding. Die Weißen haben mehr die Schwarzen, Braunen, Gelben und so weiter und so fort ausgerottet als die Weißen. Aber das ist eindeutig eine Ansage an die deutschen Weißen. Scheiße, ihr seid hier noch in der Mehrheit, das muss sich ändern. Ja gut, also auch solche Leute sind Faschisten, nicht nur das, was man unter gängigem Faschismus versteht, also jetzt speziell der nationalsozialistische Faschismus. Das Wort Faschist wird also heutzutage gebraucht, um Menschen zu diskreditieren, schlecht zu machen, in die rechte Ecke zu drängen, sie als politisch völlig inkorrekt dastehen zu lassen,
zu dissen, zu bashen, zu mobben, um es neudeutsch zu sagen, um sie einfach mundtot zu machen, um sie auf gut Deutsch zu vernichten. Körperlich erstmal, physisch nicht so, psychisch, gesellschaftlich, öffentlich. Man will sie einfach kaputt machen. Und insbesondere wird dieser Begriff sehr gerne von den Linken benutzt. Die Linken, ja. Die Linken können ja gar nicht faschistisch sein. Nein, das ist doch ein Widerspruch. Wer sind überhaupt die Linken? Also die Linken, die Linke, die Partei hier in Deutschland, ist ja ein Joke. Da gibt es nur noch ein paar Leute wie Sarah Wagenknecht, die hin und wieder ihre wirklich hellen Phasen hat. Wenn die aber bei ARD Deutschland auftritt oder wenn die mal wagt, als Ausnahme in der ganzen deutschen Gemeinde zu sagen, aber hey Leute, Trump mag vielleicht auch mal was Positives an sich haben, könnte mal ein bisschen Hoffnung bringen. Die wird fertig gemacht und insbesondere von ihren eigenen Leuten. Also die Linke und den guten Herrn Bartsch und leider, wirklich, ich bin selber persönlich enttäuscht, auch Gregor Gysi, den ich wirklich mal geschätzt habe, einfach nur Schwamm drüber vergesehen. Die kannst du alle vergessen. Ich bin mittlerweile der Meinung, die neue Rechte, so kritisch ich sie beäuge und so, sie ist eigentlich nur eine Übergangslösung und eigentlich nur, aber ist quasi, die neue Rechte ist quasi die frühere Linke, aber die richtige Linke, ein Linker, ein wirklicher Linker, kein Linksliberaler, ein richtiger Linker, will die kapitalistische Weltordnung beseitigen und will ja die sozialistische einführen, sagen wir es mal so. Er will das Kapital quasi den Leuten nehmen. Das will ich nicht. Ich bezeichne mich ja auch nicht als links, wenn so als linksliberal. Wie auch immer. Also in der Mitte irgendwo stehen, ein bisschen nach links abdriften. Ich finde es eine solche Dummheit von den Leuten, die einem wirklich teilweise schon leid tun können, aber auch eine solche Skrupellosigkeit und Unverschämtheit, dass Meinungen, die einem nicht genehm sind, gleich als Faschismus entgegengeschmettert werden. Man wird gleich als Faschist bezeichnet, als Nazi, als Brauner, als braune Soße, als brauner Abschaum. Und das geschieht Leuten, die immer, bis noch vor kurzem, also dafür bekannt waren, dass sie zu liberal waren. Boah, du bist ja hier noch vor ein paar Jahren, du bist ja hier der Judenfreund, die zionistische Weltverschwörung, jetzt hat man nicht so gerne die Juden. Du bist doch viel zu liberal, was hast du denn für Ansichten? Du könntest ja eigentlich hier nach Russland, ach komm, geh doch gleich nach China. Eigentlich bist du ja schon fast ein Kommunist. Aber das hat sich gewandelt. In den letzten paar Jahren, das sind gar nicht so viele Jahre, ist man plötzlich sowas von, man nennt es politisch korrekt in Deutschland. Ja? Da darf man gar nichts mehr gegen Israel sagen. Da geht es gar nicht um die Juden oder Antisemitismus, da geht es um die faschistische Politik Netanyahus. Dann ist man selber Faschist. Siehe, was Böll passiert ist. Diese ganze Sache fing mit solchen Dingen an, dass Leute sowas geäußert haben und dann gleich in die faschistische Ecke gedrängt worden sind. Faschisten sind wirklich abscheuliche Menschen, eine der schlimmsten Sorte Menschen, die es überhaupt gibt. Und als solcher bezeichnet zu werden, ist eine Beleidigung sondersgleichen. Und Donald G. Trump mag sehr zu kritisieren sein und hat wirklich, und ich sehe es auch teilweise sehr skeptisch, problematische Seiten. Aber er ist alles, nur kein Faschist und im Übrigen ich auch nicht. Und somit einen wunderschönen Tag. Bis die Tage.